Hallo und herzlich willkommen zu einem Vorgestellt von Hämmerting, einem etwas anderen Koloniebilder mit Zwergen, ein bisschen im Oxygen Not Included Style. Und ihr seid aus der Oberwelt geflohen. Auf der Oberwelt tobt ein schrecklicher Wurmkrieg und ihr habt euch zurückgezogen und habt euch dort niedergelassen und wollt eine neue Kolonie bauen im Oxygen Not Included Style. Ich sage extra Style, es ist keine Kopie in meinen Augen, sondern wirklich ein eigenes Spiel. Und das gucken wir uns jetzt an. Wenn euch das Spiel gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und ich plane tatsächlich auch einen Livestream zu diesem Spiel, weil ich das ziemlich cool finde. Nicht diese Woche. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es wird wahrscheinlich Ende November, Anfang Dezember werden, aber auf jeden Fall noch dieses Jahr. Denn ich möchte mit euch gemeinsam dieses Spiel auf jeden Fall gerne einmal live spielen. Und wir starten direkt los. Es gibt übrigens auch mittlerweile einen Multiplayer. Über den Newsletter findet ihr die ganzen Sachen, die es hier gibt. Multiplayer als Koop-Modus ist neu hinzugekommen. Ihr seht hier, Overworld War ist hinzugekommen und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge. Es gibt viele Sachen in dem Spiel. Und ich sage es gleich auch, die Priorisierung ist nicht so, wie wir uns das bisher vorstellen. Aber nicht schlechter. Also, wir starten rein ins Spiel. Hier ist es noch ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, das ist ein bisschen wenig, aber ich denke, da wird noch eine ganze Menge hinzukommen. Es wird Mods geben in dem Spiel, zumindest habe ich das auf der Webseite vom Entwickler entsprechend gelesen. Und wir können hier einen Namen vergeben und ich würde tatsächlich Name der Kolonie, wer mich kennt, der Strategie-Nerd, da werden wir klassisch Nerdica nehmen und als Bergname machen wir einfach mal einen zufälligen Namen, West. Tings Tirdirum Fort Amyrtol. Okay, kann ich nicht aussprechen, hört sich gut an. Zum Anspielen nehmen wir einfach mal die leichte Schwierigkeit. Wenn wir hinterher in Richtung des Livestreams gehen, werden wir auf jeden Fall schwer oder sehr schwer nehmen. Aber zum Anspielen ist mir leicht auf jeden Fall. Ist okay. So, wir nehmen auch eine Standardgröße, da nehmen wir auch nicht so schwer. Und dann starten wir einmal rein und dann geht's hier direkt los. Willkommen im Berg. Ich werde das Tutorial jetzt tatsächlich überspringen. Das hat aber tatsächlich einen Grund. Ich werde euch das gleich ein bisschen erklären. Das Tutorial ist ja sehr darauf ausgelegt, dass ihr bestimmte Bereiche wirklich dann angezeigt bekommt. Ist schwer zu erklären. Ich kann euch wärmstens empfehlen, das zu machen. Es ist sehr gut. Ich überspringe es jetzt aber hier. Weil ich glaube, am einfachsten ist, wenn ich euch das erkläre. So, dann gehen wir mal in die Pause, beziehungsweise warten erstmal, bis unsere Zwerge hier reinkommen. Und wir haben ein neues Biom entdeckt, das gibt uns Bergweisheit. Und das lese ich euch auch mal vor. Und das ist tatsächlich wichtig. Das Wissen um den Berg, das Wissen um den Berg und seine Eigenheiten ist das Erste, was wir lernen. Daraus entspringt alles anderes Wissen. Erhöht unsere Bergweisheit, indem du den Berg erkundest. Die Dunkelheit zu lichten ist ein guter Anfang, doch je tiefer wir kommen, desto schwerer wird es sein, Geheimnisse zu ergründen. Wir sollten danach streben, wahre Entdeckungen zu machen, Landmarken, vergessene Räume, Verstecke zu finden. Der Abschluss von Höhlenmissionen lehrt uns viel über Fort Amyrtol. So. Der Sinn auch dahinter ist natürlich, wenn wir mal rauszoomen, ja, ihr seht, wie riesig das hier ist, dass wir natürlich auch unseren Berg hier erkunden. Das heißt, wir können mit unseren Zwergen, die hier sind, hier langlaufen und wirklich die Leute hier hinschicken, erkunden. Wir haben zum Beispiel hier Ausrüstung, die wir später bauen können, Rüstungen und so weiter. Es ist also, das finde ich das Coole hier, kein, und jetzt bin ich tatsächlich in der Pause nicht gewesen, es ist kein reiner Koloniebilder im dem eigentlichen Sinne, sondern ihr habt auch den Kampfmodus mit drin. Ihr müsst rumlaufen, ihr müsst kämpfen, die Kolonie bauen und, das ist das Coole, es gibt auch noch die Oberwelt. Willkommen in der Überwelt. Diese Welt wird von anderen Völkern als Zwergen bewohnt. Dein Bergheim ist umgeben von Königreichen der Menschen und Kriegsstämmen der Orks, die unaufhörlich versuchen, ihr Territorium zu vergrößern. Treibe Handel oder erfülle Missionen, um die Beziehung zu diesen Fraktionen zu verbessern. Okay, so, das ist das, was ich übrigens meinte mit oberer Leiste und unterer Leiste. Das machen wir jetzt mal weg. Hier oben sehen wir im Prinzip unseren Berg. Und wenn wir hier mal uns mal ein bisschen lang bewegen, dann sehen wir hier zum Beispiel ein kleines Dörfchen, mit dem können wir Handel treiben. Ihr seht hier auch,
was wir machen könnten. Wir müssen uns einen Erstkontakt machen, Handelswert. Ihr könnt dann Missionen hier machen, die wir machen können. Wir können dann mal rumlaufen und ein bisschen hinlaufen. Der Handelslevel steigt mit dem Schauplatz, mit dem Handel, den du machst. Das heißt, das ist das Erste, was ihr handeln könnt mit diesem Ort. Das ist alles schwer zu erklären, aber ich versuche es euch zu erklären. Und es gibt hier unheimlich viele Sachen. Auf jeden Fall in diesem, auf dieser Karte habt ihr die Möglichkeit, hin und her zu rennen. Ihr könnt kämpfen, ihr könnt Missionen erledigen und so weiter und so fort. Und das ist extrem cool. Das heißt, ihr habt nicht nur einfach ganz stumpf euren Ort, sondern auch den ganzen Rest. So, jetzt gucken wir uns aber wirklich mal das Bauen an in unserer Kolonie. Und dazu gehen wir erstmal das User Interface durch, um mal grob zu gucken, was wir da haben. Die Missionen hier, beziehungsweise diese Sachen, die ihr hier seht, könnt ihr euch relativ gut verändern, indem wir einmal hier oben die Größe einstellen können. Ich mache mir das mal nochmal gerne ein bisschen größer, dass ihr das besser seht. Und auch hier über die Übersichtsoption, da könnt ihr die Pop-ups verändern. Ihr könnt die Überweltmissionen hier mit hinzufügen. Da seht ihr zum Beispiel, was ihr machen müsst. Kontrolliert Schauplätze, beschafft ein Handelslevel, ja. Handelslevel machen wir, indem wir handeln und kontrolliert Schauplätze. Das ist jetzt so wirklich das so weite Ferne. Ne? Also muss man ganz klar sagen, Schauplätze, das ist auch nicht mehr Umfang des angespielt, also das vorgestellte Video, das ist wirklich weite Ferne. Dann gibt es die Schauplätze an sich und da seht ihr, was wir kontrollieren. Das ist aktuell nicht allzu viel. So, das machen wir aber mal aus. Die Überwelt, da können wir das entsprechend auch einstellen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. So, Fertigungsgebäude haben wir auch keine. Und wir haben hier unsere Zwerge. In dem Spiel dreht sich alles um die Zwerge und das Ganze ist ein bisschen zwergenorientiert. Und dazu gucken wir uns jetzt wirklich mal alles an. Also, Forschung. Seht ihr hier, wir sollten zuerst die Metallurgie erforschen. Warum? Ist ganz einfach, es steht hier. Deswegen erforschen wir zuerst die Metallurgie. Logbuch kennt man, glaube ich, auch. Da steht drin, was wir bisher gemacht haben, ein bisschen besser erklärt. Das ist sehr schön. Dann gibt es ein Hauptbuch. Ich persönlich bin Fan von dem hier. Und also von diesem Button, dass es hier etwas größer angezeigt wird. Und dann habt ihr hier zum Beispiel Gerard Großvater, Kupferbeil, Axt reserviert 3, verfügbar 0. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen euer, ja, euer Lager, eure Lagerübersicht, die ihr hier habt. Zwergenkuchen haben wir. Haben wir ein paar, wir haben Granitblöcke, wir haben ein bisschen Wasser und so weiter und so fort. Also da ist ein bisschen was drin, das auf jeden Fall gerne mal angucken. Dann gibt es einmal den Arbeitsmarkt und der ist hier ein bisschen anders im Gegensatz zu vielen anderen Spielen. Also na, eigentlich nicht, die Idee ist die gleiche, aber es wird anders gemacht. Grundsätzlich habt ihr wie in allen Spielen dieser Art, ihr habt Transportieren, Handeln, Steinmetz, Kochen, Landwirtschaft, Bauen, bla bla bla. Also alles, was ihr so einstellen könnt, aber es gibt hier in dem Sinne keine Prioritäten. Das Spiel geht hier von einer ganz einfachen Logik aus. Wenn du mehr Jobs dort erstellst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand arbeiten soll, auch größer als bei anderen Jobs. Das ist eine ganz einfache Logik. Deswegen hat zum Beispiel, könntet ihr beim Graben jetzt einen mehr machen. Oder bei Bergbau. Und dann hättet ihr hier im Bergbau oder Graben jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und deswegen sollen die hier vermehrt arbeiten. Die Leute gehen erst in den Grabenjob und dann in alle anderen. So könnt ihr diese Jobs entsprechend hier ein bisschen priorisieren. Aber nur pro Job, nicht pro Arbeiter. Dann könnt ihr pro Arbeiter in dieser Matrix hier sagen, hey, pass auf, ich mache hier einen aus, ich mache hier einen an. Und dann könnt ihr wirklich sagen, hey, der soll jetzt nicht transportieren. Das sollen nur die beiden machen. Und er nimmt auch, deswegen ist diese Matrix auf der einen Seite eine extrem coole Idee. Auf der anderen Seite war auch ein bisschen ungewöhnlich. Er nimmt die Leute dann anhand der Qualifizierung, die hier drin ist. So, das heißt, wir gucken uns zum Beispiel, wir gehen hier drauf, dann sortiert er das. Und dann sehen wir, der gute Asgard ist am besten dafür geeignet. Was kann er noch? Er kann, das wollte ich tatsächlich nicht, er kann zum Beispiel, wo haben wir es denn? Er kann zum Beispiel auch noch, interessanterweise nichts. Also tragen kann er, also er kann natürlich noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Bergbau kann er gut und graben, aber er kann auch entsprechend sehr gut transportieren, weil er wahrscheinlich ein sehr starker Zwerg ist. Es ist aber trotzdem wichtig, dass man das hier ausbalanciert. Das heißt, ihr könnt jetzt keine Priorität pro Zwerg vergeben. Ihr könnt eine Priorität pro Job vergeben und dann Zwerge bestimmten Tätigkeiten sperren.
Und so macht ihr hier diese Prioritäten in dem Spiel. Wenn ihr sagt, dass eine bestimmte Tätigkeit immer noch nicht wichtig genug ist, habt ihr hier oben die zweite Seite. Und dann könnt ihr hier sagen, gut, da gibt es jetzt noch keine Sachen, das sehen wir aber später, dass wir dort eine Priorität vergeben und sagen, hey, das ist mir wichtig, das will ich auf jeden Fall gerne haben. Okay, gut, das war mir nochmal wichtig zu sagen. Und dann geht es hier oben weiter, Zwerge rekrutieren. Das ist im Prinzip, ich glaube auch klar, ne? Ihr habt oben irgendwelche Kolonien, ihr habt Orte, ihr habt andere Berge, wo Zwerge leben und da könnt ihr dann halt irgendjemanden holen. Und das kostet euch hier 95 Kupfermünzen, eine Silbermünze und hier oben sehen wir die Münzen, die wir haben, aktuell keine Kupfermünzen. Also können wir da auch noch keinen rekrutieren. Okay. Hier oben sehen wir das Inventar. Es gibt Handelsweisheiten und normale Bergweisheiten. Handelsweisheiten, glaube ich, sagt der Name auch schon, wo es herkommt. Durchs Handeln, Bergweisheiten, durch den Berg erkunden. Hier seht ihr eure Zwerge. Unten so ein paar Benachrichtigungen, die wichtig sind. Die Mission, die ihr habt. Und den Rest hier unten gucken wir uns, würde ich sagen, während des Spiels an. Also, wir gehen mit unseren Zwergen erstmal und bauen ein Gebäude. Abbauen hier ist, glaube ich, auch klar. Ne, da können wir hier bestimmte Sachen abbauen, dass wir hier weiterkommen. Das wollen wir aber nicht machen. Landschaftsbau könnten wir auch machen. Und zwar Ziegel platzieren, Wände platzieren und so weiter. Fruchtbare Erde ist später interessant, wenn ihr irgendwas anbauen wollt. Wir haben da aber auch noch keine Pflanzen gefunden, also ist das auch noch nicht sinnvoll. Dann gibt es hier Infrastruktur, kennt man, glaube ich, auch. Wir könnten zum Beispiel Steintreppen bauen, macht aber auch gerade keinen Sinn. Wir brauchen nämlich zuerst die guten Räume. Und das ist hier nämlich ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Dadurch, dass dieses Spiel, ihr seht es, glaube ich, hier dreidimensional ist, gibt es mehrere Ebenen. Das heißt, ihr könnt jetzt in... Ich kann mit der Maus schlecht vor und zurück gehen. Auf jeden Fall in die Ebene nach hinten, wo unsere Maus jetzt ist, könnt ihr einen Raum bauen. Und der erste Raum ist hier der Steinbruch. Den können wir tatsächlich einmal da platzieren. So, und jetzt habe ich tatsächlich 10 Minuten gequatscht. Und jetzt machen wir endlich mal weiter, gehen auf die etwas höhere Geschwindigkeit und lassen den einfach mal arbeiten. So, die sitzen jetzt hier rum, die haben nichts zu tun. Jetzt haben sie sich gedacht, hey cool, wir können ja alle daran arbeiten. Wunderbar. So, das ist das Thema. Dann gehen wir da mal auf die normale Geschwindigkeit und sogar auf die Pause. Und jetzt gucken wir mal unsere Zwerge an. Unsere Zwerge haben verschiedene Attribute. Ich glaube, sowas kennt ihr auch, ne? Die Fertigkeit, da steht zum Beispiel, was das bringt. Er hat mehr Energie, Kochproduktion, Kampfproduktion ist erhöht. Er ist so halbwegs weise, Erkenntnissen gut. Er ist ein sehr robuster und er ist sehr grimmig. Ich glaube, Zwerge kennt man, also auch aus dem Film. Die Zwerge sind immer die Grimmigen. Lass mich in Ruhe, ich bin ein Zwerg, was willst du bei mir? Das sind so immer für mich so Zwerge. Und diese Grimmigkeit ist hier auch im Spiel mit drin, finde ich ganz toll. Dann Top-Berufe, hatte ich euch gerade schon erzählt. Er kann natürlich auch Talente haben und entsprechend der Kampfmöglichkeiten gibt es natürlich auch Inventar mit Kapazitäten. Es gibt den Status, die Energie, die er hat, die Moral, die Gier, wenn er was klauen will zum Beispiel. Natürlich braucht er ab und an noch was zu essen und andere Werte. Das wird sich aber alles im Spiel zeigen. Was es natürlich auch gibt, sind die Beziehungen. Und ihr seht hier, das sind Kollegen. Aber das Gute ist, er hasst sie nicht. Also von daher, alles tutti. Wir können bei den anderen nochmal gucken. Das ist mir tatsächlich auch wichtig, dass wir hier keinen haben. Ah, hier müssen wir eventuell ein bisschen aufpassen. Aber die sind alle vom gleichen Clan. Donnersturm, oder? Nee, oh Gott, die sind alle vom anderen Clan. Ei. Okay, da müssen wir mal gucken, dass wir uns dort nicht verkrachen. Aber das ist okay. Okay, gut. Jetzt fangen wir erstmal an, was zu produzieren. Und ich würde tatsächlich hier im Steinbruch... Ja, das Herstellungsmenü, das zeige ich euch auch. Würde ich gerne Sachen produzieren. Das macht auch irgendwie Sinn, dass wir hier Granitklumpen produzieren. Und ihr könnt auch hier, wie in jedem anderen Spielen auch, dann sagen, nein, erstmal Pause. Und hier sagen, indem ihr da drauf geht, auf diesen Button hier, den Beibehalten-Button, hey, bau mir doch einfach mal 10 Stück. Und immer wenn die leer sind, baust du einfach nach. 10 Stück habe ich für mich jetzt persönlich erstmal so festgestellt, ist ganz gut. Hier habt ihr die Prioritäten, niedrige und hohe Priorität. Da könnt ihr die Jobs ein bisschen verteilen, aktivieren. Ihr könnt durch die Gebäude durchgehen, da gibt es momentan aber nicht ganz so viele. Okay, ansonsten habt ihr hier auch Gebäude abreißen, geht natürlich auch. Gehen zu, angreifen Modus, hat man natürlich auch alles in dem Modus. Und was es hier noch gibt, jetzt muss ich mal gucken, ob es das schon gibt. Es gibt hier natürlich auch so eine Art Auffangbecken, wenn ihr mal irgendwo Wasser habt, wenn ihr mal Pipi machen müsst oder sowas, könnt ihr das machen, pumpen und all sowas.
Truhen könnt ihr bauen. Das gibt euch die Möglichkeit zu lagern. Ihr braucht Kupferbarren und sowas. Kupfer sehen wir zum Beispiel hier oben. Das heißt, wir sollten mal zusehen, dass wir hier vielleicht eine Treppe bauen. Vielleicht auch einfach hier hinten. Das fände ich sogar ganz praktisch, dass wir hier vielleicht eine Treppe bauen, dann hier ein bisschen Kupfer abbauen. Das wäre ganz cool. Das sehen wir aber dann alles. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir ihn hier bauen und wir machen jetzt langsam weiter. Und ich versuche jetzt tatsächlich mal nicht in die Pause zu gehen und gehen jetzt in der Forschung erstmal in Richtung Dermatologie. Was wir noch nicht machen, können wir nicht genug Punkte haben. Ja, dann kommst du mal mit. Und dann erkunden wir jetzt mal den Berg hier. Gucken, was wir so finden. Da ist tatsächlich noch nicht allzu viel. Oh, da ist Schleim. Na, ne. Also komm, den lassen wir kommen. Nein. Okay, das ging jetzt doch relativ easy. Einmal drauf, bitte. Na, bitte. Wunderbar. Dann haben wir hier schon einen kleinen Gang entdeckt. Wir haben 3 Wissen bekommen. Oh, das ist gut. Wir haben 13. Dann können wir tatsächlich schon die erste Forschung machen, ihr Lieben. Und gehen bitte einmal auf die Metallurgie. Einfach, damit wir hier die entsprechenden Punkte bekommen. So, jetzt sollen wir einmal ein Kupfererz bauen, ein größeres Gewölbe bauen. Wir sollen das Gewölbe füllen. Das kriegen wir auch alles hin. Und wir können tatsächlich schon mal schauen, dass wir... Kampf, das habe ich gesehen, ja. Ja, das habe ich auch alles gesehen. Dass wir eine Leiter bauen. Da würde ich tatsächlich hier vorne mal so ein bisschen den Bereich als unseren... Ich würde die mal vorsichtig so Hauptbereich nennen. Und da gibt es beim Leiterbauen... Jetzt muss ich einmal schauen. Die Steintreppe. Ihr könnt natürlich auch diese Sachen machen, aber ich bin Freund, wir machen dann gleich die Steintreppe. So. Wir bauen das direkt dahin. Oder bauen wir das dahin? Machen das einmal dahin. Und bauen uns dann direkt nach oben. So, jetzt haben wir hier einige Sachen, auf die wir noch warten. Die müssen wir natürlich herstellen. Und das seht ihr jetzt hier. Wir können jetzt neue Sachen herstellen. So, und da würde ich tatsächlich sagen, wir machen von allen Rezepten gleich mal einen rein. Aber wir machen hier 2 Stück. So, also wir machen hier von jedem... Ne, 4 ist mir tatsächlich zu wenig. Wir haben ein... brauchen Sie... Moment. Wir haben 7 und 2 sollen wir haben. Okay, dann machen wir hier auch noch die Granitbrocken mit rein. Da kann er auch durchaus 2 herstellen. Und dann machen wir auch den zerstoßenen Granit. Da können wir auch nochmal gleich immer 2 herstellen. So, dann haben wir erstmal welche auf Lager. Und er wird jetzt hier auf jeden Fall das hier rauskloppen. Ihr seht hier, das ist so eine riesige Mine. Da holt er sich das jetzt raus und wird die Sachen immer erstellen. Dann haben wir den einen Zwerg auf jeden Fall schon mal sicher. So, Wissen haben wir euch gezeigt. Hier wird produziert. Sehr gut. Und jetzt machen wir uns echt mal das Ding noch ein bisschen größer. Das kenne ich, warum... Ach Gott, nur die Zwerge da unten. Die Zwerge werden nicht mit größer. Das muss ich echt auf jedem Element machen. Okay. Das will ich auf jeden Fall ein bisschen größer haben. Auch vor allen Dingen für euch. Kleiner Tipp. Das User Interface, die Größe hier oben, könnte man eventuell noch verbessern. Das ist, finde ich, ein bisschen klein. Auch gerade für mich jetzt. Ich habe hier nur einen Full-HD-Monitor. Ich finde es aber trotz alledem ein bisschen klein. So. Jetzt hatte ich eigentlich doch hier vorne... Hatte ich nicht hier so ein Ding platziert? So eine Treppe? Ja, meine ich doch. Einmal platzieren, bitte. Und dann auf jeden Fall direkt eine neue bauen. Jetzt haben wir eine kleine Gießerei und ein kleines Gewölbe. Oh, cool. So, dann bauen wir direkt da oben auch noch eins drauf. Zack. Dann werden wir hier hoffentlich jetzt hochgehen. Dann bauen wir da noch eins drauf und da noch eins drauf. Und von da aus gehen wir dann in diese Richtung und bauen dort was ab. Okay. Dann machen wir erstmal den Bereich hier sauber. Den möchte ich auch noch abbauen. Und hier vorne kommt dann die Gießerei hin. Oh, die sind die ganz schön groß, ne? Was ist denn das kleine Gewölbe? Versorgung.
Selbst die wohlhabendsten, erfolgreichsten zwergischen Bergbaukolonien haben einmal klein angefangen. Kleines Gewölbe ist bescheidener, aber wichtiger Schritt, um auf dem Weg zu diesen schwindelerregenden Höhlen. Oder wohl eher Tiefen. In diesem Gebäude kannst du kleine Mengen Gold sicher im Bergheim gelagert werden. Das machen wir lieber hier unten. Da bauen wir uns nochmal nach unten. Wir bauen mal die kleine Gießerei jetzt einmal dahin. Okay. Dann können wir eigentlich, ich bin gar nicht sicher, ob wir da jetzt auch abbauen können. Das können wir auch machen. Okay. Dann nehmen wir mal diese Kupferbarren hier. Dann können sie die auch mal abbauen. Dann haben wir da auch ein paar für uns. Sehr schön. So, die sind auch fertig. Und hier möchte ich bitte die nächste Treppe nach oben haben. Dann können wir von hier aus, wir können noch nicht anfangen, wir müssten noch einen höher. Und von da gehen wir dann in die Richtung weiter und buddeln uns hier lang. Und hier können wir dann auch noch ein paar Sachen bauen. Ihr seht das hoffentlich, das sind verschiedene Ebenen. Ne? Also wir sind auf, ich nenne es mal die unsrige Ebene, das ist die hier. Und die Ebene, die da drüber liegt von der Höhe gesehen, oder von der Tiefe, das ist diese Ebene hier. Ich hoffe, das ist, war jetzt verständlich, was ich erzählt habe. Okay, dann haben wir jetzt tatsächlich 12 Punkte und dann können wir mal gucken, was wir als nächstes mal eine kleine Gießerei sollen wir bauen. 4 Kupferbarren, großes Gewölbe, Gott der Esse. Ich würde tatsächlich gerne in Richtung der Wasserproduktion gehen. Es gibt hier Behausung, Tag und Nacht gibt es Behausungsmöglichkeiten, das können wir machen. Da brauchen wir aber Handelsweisheiten für und wir können die unterirdischen die unterirdische Landwirtschaft machen und den Angelsteg, wobei ich jetzt hier ehrlich gesagt noch keinen großen unterirdischen See gefunden habe. Deswegen machen wir erstmal die Landwirtschaft, schalten uns die frei und als nächstes gucken wir mal, was wir hier haben. Aber mit der Landwirtschaft können wir jetzt nämlich tatsächlich und dazu müssen wir uns auf jeden Fall auch nach unten bauen. Wir müssen auch hier hin. Haben wir denn jetzt vielleicht die Möglichkeit, uns einen Zwerg noch zu rekrutieren? Ja, das könnten wir vielleicht mal machen, ne? Wieso unmögliche Befehle? Ach, da oben. Ach ja, weil er 2 Granitblöcke nicht hat. Okay. Ne, wir warten nochmal. Mehr Zwerge bedeuten auch immer nur mehr Essen. Das ist immer ein Problem bei so einem Spiel am Anfang. Gut, wir sind hier auf leicht oder ich bin auf leicht hier, damit ich euch das hier vernünftig zeigen kann, das Spiel. Aber das heißt natürlich trotz alledem auch immer mehr Essen. Da halten wir uns nochmal ein bisschen zurück. So. Ah, okay. Es wird also wirklich der Kupfer hier aus der Wand geschlagen. Oh, unsere Gießerei ist fertig. Oh, ist das cool. Okay, das gibt uns 4 Kupferbarren sollen wir machen. Wie viel haben wir denn auf Lager? Das sehe ich hier gar nicht. Wieso sehe ich nicht, wie viel Kupferbarren wir haben? Genau, das mit dem Herstellen hatte ich euch ja schon gezeigt. Das machen wir gleich. Ach, weil wir es noch gar nicht auf... Ah, weil wir gar kein Lager haben. Ja klar. Wenn sie natürlich hier einfach stumpf rumliegen, die Kupferreste, dann können wir natürlich auch nichts haben. So, jetzt machen wir aber erstmal 4 Kupferbarren. Ich würde sagen, wir stellen uns die wirklich her. Und dann sagen wir 4 Stück. Das ist ja das, was er uns auch sagt, was wir herstellen sollen. Machen wir das. Und das setzen wir meiner Priorität jetzt kurz hoch. Treibstoff ist Kohle, Holzkohle oder Lava. Ey. Er hat momentan Lava. Wir lassen das mal so. Mal gucken, ob das passt. Okay, jetzt geht er hin. Wunderbar. Und ich muss sagen, die Idee dahinter ist wirklich, finde ich, richtig klasse, dass ihr nicht alles nur auf einer Ebene habt, sondern auf mehreren Ebenen. Ich finde das ganz, ganz toll. Okay. So, er ist auch fertig. Hier gehen wir auch direkt weiter runter. Kleines Gewölbe. Kleiner Steinbruch, Bauernhof. Wir haben hier genug zu bauen, definitiv. Das Spiel wird gespeichert. Aber wir gehen erstmal auch hier weiter runter. Und bauen uns erstmal in die Ecke. So, da müssen wir wieder ein paar Sachen machen. Die müssen angeliefert werden. Ihr seht jetzt hier auch den Unterschied. Das heißt, die müssen dahin gekarrt werden. Und hier heißt es, die sind nicht erreichbar und wir haben die Ressourcen auch nicht. Okay. Saat und Ernte. Herstellen von 5 Tonnenhüten und Herstellen von 5 Wasser. Eine kleine Schmiede. Den Schmiedehammer sollen wir herstellen. Haben wir schon die Schmiede erforscht? Nee.
Wir gucken mal in die Forschung, wo die kommt, wann die kommt. Der Anglersteg, Honig, eine Küche. Küche wäre natürlich cool, aber wir haben momentan noch nichts weiteres. Eine kleine Schmiede ist hier unten, die braucht 15. Könnten wir sogar erforschen. Ja, wäre möglich. Okay, und dann gehen wir jetzt einmal ins Handelsmenü. Da will ich jetzt momentan keinen hinschicken. Und hier seht ihr die Städte, Lugun. Ich gehe nochmal auf die Oberweltkarte und da seht ihr, ne, das ist die hier hinten, die Stadt, die wir hier möglich haben. So, da können wir jetzt jemanden hinschicken. Das machen wir aber noch nicht, weil wir wirklich momentan alle Hände voll zu tun haben. Und ich will halt erst das Thema Nahrung vernünftig geregelt haben, bevor wir jemanden holen. Und ihr könnt jetzt hier handeln und sagen, hey, pass auf, ich kaufe mir bitte eine Biberhaut und das kostet mich 51 Kupfermünzen und 3 Silbermünzen oder ein Krabbenpanzer, Mullbinden sollen was wahrscheinlich sein, Spinnenbeine und so weiter und so fort. Ihr könnt ihr auch zum Beispiel ein Überraschungsfleisch kaufen. Überraschung, es ist kein Fleisch. Also ginge auch. Na, wir haben momentan 71 Kupfermünzen, also jetzt nicht allzu viel, deswegen verkneifen wir uns das mal. Und hier vorne, das finde ich sehr gut. Hier würde ich tatsächlich gerne... Kleiner Steinbruch, haben wir einen Höhlenbauernhof bauen. Es ist natürlich die Frage, wie groß die Dinger hier sind. Können wir schon die Schmieden erforschen? Nein. Ich bin mir halt nicht sicher, wenn das Ding doch so groß ist wie er hier, könnten wir die Schmiede da auch hinbauen im Notfall? Da orientieren wir uns jetzt mal dran. Nee. Also da müssten wir tatsächlich noch ein bisschen runterbauen. Okay, pass auf, dann gehen wir noch einen runter. Und von da aus bauen wir uns dann in den Berg rein, dass wir da auch genügend Kapazität haben. So, einmal bitte. Okay, gut, das bauen wir da nochmal runter. Und dann wollen wir hier unten 2 Gebäude bauen. Einmal das kleine Gewölbe. Das will ich einmal zu der... Ach, das ist ja niedlich. Okay, komm, das kleine Gewölbe können wir tatsächlich noch hier platzieren. Auch das ist ja niedlich. Na, das okay, komm, das bauen wir dahin. Und den... Jetzt gucken wir mal. Den Höhlenbauernhof. Jetzt hat die Frage, ob wir den hier hinsetzen oder doch dahin. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf welcher Ebene wir sind. Das müsste, ich gehe mal ein bisschen weiter runter, das müsste von der Ebene passen, ne? Wir setzen den nach da. Wir setzen das nach da und bauen die beiden Sachen hierzu hin. Okay, gut. Dann können Sie hier schon mal bauen. Wir haben Kupferbarren und wir brauchen hier Granitsäulen. Oh, okay. Die können wir natürlich auch produzieren. Er ist jetzt hier munter am Nachbauen. Und dann sollten wir auch mal 2 Granitsäulen bauen. Da werden wir aber wirklich erstmal nur 2 herstellen. Die werden wir erstmal noch nicht weiter produzieren. Okay, gut. So, und dann sollten wir jetzt tatsächlich auch mal schauen, dass wir wirklich echt mal einen neuen Zwerg bekommen. Wir haben ja bald einen Bauernhof, da können wir wahrscheinlich ein bisschen Wasser und oder Essen produzieren. Und, ich bin mir halt nicht sicher bei den Zwergen. Entschuldigt bitte, ich wollte eigentlich daneben. Ich bin mir halt echt nicht sicher bei den Zwergen. Haben wir denn noch Essen auf Lager? Wir haben noch 5 Kuchen. Nein, nee, wir lassen das. Wir lassen das. Sicher, sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Möchte nicht, dass unsere Zwerge irgendwann den Hungertod sterben. Das wäre tatsächlich hier, das wäre sehr ärgerlich. Das muss nicht sein. Okay. Und jetzt hat er das Gebäude echt zuerst gebaut. So, dann gucken wir, was wir hier machen können. Hier können wir Wasser und Knochenasche, was auch immer das bringt ohne Knochen, aber zumindest Wasser können wir schon mal produzieren. Sagen wir, machen da mal 5 Wasser und das machen wir bitte auch mal auf Reserve, dass wir immer ein bisschen was trinken können. Sehr schön. Haben wir das Thema auch schon mal? Das gefällt mir. Haben wir da zumindest auch schon mal eine Wasserquelle erschlossen. Jetzt fehlt natürlich immer noch das Thema Essen. Darum sollten wir uns aber noch kümmern. Und jetzt haben wir hier, oh, unsere Truhe ist fertig. Sehr cool. Machen wir ein bisschen langsamer. Jetzt gucken wir mal, was wir abgeschlossen haben. Die kleine Schmiede haben wir noch nicht. Das Thema haben wir nicht.
Wasser sollte jetzt eigentlich passen. Nimm eine Überweltmission an. Müssen wir noch machen. Großes Gewölbe. Und Gebäudegesundheit, genau. Da lagern wir unsere Gemünzen ein. Ein Gewölbe. In Bergheim kann das Bergheim kann von Beginn an eine gewisse Menge Münzen lagern und diese, um diese vor Ratten und Dieben zu schützen, benötigst du ein Gebäude. Ja. Gut. Das war tatsächlich auch ungefähr genauso erwartet. Und ich bin echt ein zu tief gegangen. Boah, ist das ärgerlich. Grrr, das ärgert mich jetzt. So, wir gehen aber hier auf jeden Fall noch ein hoch. In die Richtung, dass wir auch hier weiter bauen können. Da will ich vor allen Dingen auch weiter buddeln. Na, wo ist er? Jetzt habe ich ihn verloren. Einmal da bitte. Und wenn, während er baut, können wir gucken, dass wir uns mal einen Zwerg schnappen und mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Wir brauchen nämlich noch ein paar Bergweisheiten. Du brauchst hier nicht mitbauen. Du brauchst hier nicht mitbauen. Du gehst mal hier hinten hin und gehst mal auf Erkundungstour. So, das können die anderen schnell alleine machen. Bewegungstempo 114, Sichtweite 11,5. Sieht alles ganz gut aus. Wir gehen mal hier hinten hin. Was ist das hier? Kohle? Oh, das ist gut. Ist das hier? Ja. Nee. Ich weiß, siehst die Notwendigkeit, hier irgendwas zu machen, aber ich finde das auch ganz lieb von dir. Lieber Holsten. Aber musst du nicht tun. Was ist denn das? Ist das ein lebender Stein? Okay. Oh, Fleisch. Es gibt hier Fleisch. Nimm das Fleisch mit. Nein, ich kann es nicht mitnehmen. Schade. Hallo? Habe ich die erlaubt, zurückzugehen? Gibt's doch gar nicht. Einmal dahin, bitte. Kannst du das Fleisch jetzt mitnehmen? Nee. Krabbenfleisch kann er echt nicht mitnehmen. Wieso kommt der da oben jetzt nicht hin? Ach, da ist auch noch was. Nimm das mal mit hier, mein Freund. Was ist denn das da? Stöbern. Ja, stöbern. Ist das eine Lampe? Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ja, was ist denn das hier? Guck doch mal. Ach, ein Kohl haben wir da. Oh, sehr schön. Oh, das ist gut. Dann müssen wir tatsächlich hier nochmal eine Leiter runterbauen, dass wir da runterkommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wasser essen. Ja, wohl eher Wasser trinken, aber Wasser haben wir genug. Er hat ein bisschen Hunger. Wasser haben wir. Das sollte nicht das Problem sein. Das mach mal. Dann trink mal ein bisschen Wasser. Du bist weg hier hinten. Okay, jetzt haben wir 13. Aber ich will das Höhlenfischen eigentlich nicht haben. Hier lassen sich die an Höhlenleben angepassten essbaren Fische fangen. Ich bin halt, also ich weiß halt nicht, ob wir dann extra einen See machen müssen. Hier steht halt, wir können einen Anglersteg bauen. Aber es heißt, steht hier nicht, dass wir noch den See mit dazu bauen. Und wenn wir keinen See haben, ist das natürlich ein Problem. Nee, wir lassen das. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich will, trotz alledem, ich will zuerst aufs Schmieden gehen. Sicher ist sicher. So, hier wird das Wasser produziert. Sehr gut. Hier ist unser Gold eingelagert. Was ist hier jetzt passiert? Oh, das Ding wird angegriffen. Ernsthaft? Das ist ja doof. Okay, ist dann so. Jetzt sollten wir tatsächlich auch mal zusehen, dass wir tatsächlich die erste Truhe bauen. Wir haben nämlich genug dafür. Und das würde ich tatsächlich gerne hier unten in die Richtung machen. Dann machen wir mal ein bisschen Landschaftsbau. Ja, die können wir noch nicht setzen, weil wir noch keine haben. Und wir machen mal hier ein bisschen abbauen. In die Richtung. Und da setzen wir dann einmal, beziehungsweise da vorne bitte. Und da setzen wir dann einmal unsere Truhe hin. Das machen wir ein bisschen versteckt. So, da oben setzen wir bitte auch noch einen ran. Ach Gottchen, jetzt kommen da... Oh Gott, was ist denn das hier? Jetzt die Invasion der Killerschleime. Es ist ja unglaublich. So, da unten kommen auch gleich welche ran. Na, verdammt, jetzt habe ich es...
Jetzt habe ich es abgebrochen, das wollte ich nicht. Trotzdem einmal bauen bitte. Und da hinten ist eine Höhle. Dann setzen wir da unter auch noch gleich noch einen ran. Ah, das geht nicht. Wegen der Höhle wahrscheinlich, ne? Doch. Dahin. Ja, sehr schön. Gucken, was wir da unten haben. Da bin ich schon mal gespannt. Okay. Bisschen schneller bitte. Haben eigentlich alle Befehle gegeben. Die können jetzt hier weiterarbeiten. Müssen halt nur darauf achten, dass wir mögliche Angriffe hier überstehen. Und hier vorne auf jeden Fall jetzt eine kleine Steintruhe hinsetzen. Einmal dahin bitte. Okay, sehr gut. Und dann könnten wir echt überlegen, dass wir hier vielleicht eine Tür hinsetzen und hier und uns erstmal nach unten und oben bauen. Dass wir, ich glaube, das machen wir auch. Ja, wir machen das. Wir stellen hier vorne erstmal eine Tür hin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich hilft, aber wir versuchen das mal. Wir bauen da mal eine Tür hin und hoffen einfach mal, dass wir dann hiermit geschützt sind und die hier nicht einfach zack hier rüberspringen. Das wäre natürlich uncool. So, und hier können wir eine ganze Menge aufnehmen. Das ist sehr gut. Und dann sollten sie hoffentlich die ganzen Sachen vom Boden aufheben. Sehr schön. Dann sollten sie die ganzen Sachen jetzt endlich mal hier mal reinpacken. Tonnenhut müssen wir auch noch produzieren. Haben wir denn mittlerweile schon welchen? Bin mir nicht ganz sicher. Wir können hier tatsächlich mal weiter buddeln. Und hier unten ein bisschen Erde platzieren. Die gibt es hier hinten, fruchtbare Erde. Die können wir hier hinsetzen. Und dann gucken wir mal, ob wir Tonnenhut haben. Hier müssen wir zerstoßenen Granit für haben. Ist hier im Prinzip Erde ist hier in dem Fall gemahlener Stein. Und der wird hier produziert. Alles klar. Passt. So, da sind wir dran. Hier unten sind wir auch schon durch. Wow. Dann können wir auch da bitte noch eine Treppe hinsetzen. Und dann können wir mit einem Zwergchen da mal erkunden gehen. Und ich hoffe, dass auch das Thema jetzt hier durch ist. Wir werden hier sicherheitshalber nochmal die hier abreißen. Dass sie hier nicht drüber springen. Und denen auch nochmal bitte. So. Und... Oh, was ist das denn? Ein klappriger Karren liegt hier unten. Ui. Ein Levelaufstieg für ihn. Oh. Wir haben Holz. Sehr cool. Wie viel liegt denn hier? Das ist aber eine ganze Menge Kupfer wert. 92 haben wir schon. Und er ist sogar in der Stufe aufgestiegen. Stufe 11 mittlerweile. Wow. Nicht schlecht. Er hat 34 dabei. Im Rucksack nichts. Können wir ihm jetzt sagen, dass er die hier nimmt? Ne, du sollst dir nichts ablegen. Ne. Aber ist auch nicht so schlimm. Okay. Gegenstand ausrüsten. Altholz. Nö. Macht auch gar keinen Sinn. Kommst du da jetzt hoch? Ja. Dann geh du doch einmal in die Richtung. Dann machen wir das mal ein bisschen langsamer. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir mit dir mal vielleicht ein bisschen was erkunden. Kommst du da runter? Nee. Haben wir denn hier Treppen? Wir haben eine ganz normale Gerüsttreppe, ne? Bauen hier mal ein paar Treppen hin. Dass wir da einfach mal runterkommen. Kein Filter. Lager mit leeren Filtern akzeptieren keine Gegenstände. Filter bearbeiten. Einmal bitte alles. Einmal alles rein. Machen wir hier mal den Lagerbereich. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir schon in der Lage sind, die Pilze zu pflanzen. Ne, wir haben nämlich noch keinen. Wir müssen noch welche finden. Aber das kriegen wir auch hin. So, hier haben wir erstmal eine Tür gebaut. Und ich hoffe, dass die da nicht durchkommen, diese Schleimklumpen. Dann werden wir Gleiches auf der Seite nochmal machen. Dass wir auch da einmal auf der sicheren Seite sind. Und dann sollten wir echt irgendwann mal gucken, dass wir anfangen zu handeln. Und vor allen Dingen auch mal mit unseren Leuten, jetzt gucken wir mal auf die Weltkarte, dass wir hier mal ein bisschen rumlaufen und handeln und vor allen Dingen, dass wir dann auch ein paar Punkte sammeln, dass wir dem mal ein Haus bauen, denn das geht momentan nicht. So, wir haben 14, jetzt brauchen wir noch einen gottverdammten Punkt, Leute.
So, was machst du hier? Du schöpfst Wasser, das ist okay. Ja, komm, wir holen jetzt mal... Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir durchaus mal einen neuen Zwerg uns holen können. Und es ist halt die Frage, welcher. Hilwe, Asdjerf und oder Goethe. Also sie ist am günstigsten. Souveränität 3. Mhm. Wir nehmen den günstigsten. Mehr können wir uns momentan eh nicht leisten. Wir nehmen sie bitte. Entdecker, klar, sie ist überall auf 1. Logischerweise, sie ist am günstigsten. Aber ich denke, mit ihr können wir dann auch am besten... Sie ist gut verplant, sie ist ein Veteran. Ein bisschen feige. Komm, das kriegen wir hin. Ich denke, sie ist ein guter Deal. Mit ihr können wir dann auf jeden Fall gucken, dass wir genau das machen. Dass wir sie so ein bisschen trainieren. Wir hören sie mal an. Und da kommt die gute Goethe angelaufen. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar mehr Leute zur Verfügung. Okay. Und Goethe möchte ich tatsächlich jetzt auch mal direkt wissen verfügbar. Ja, ich will immer noch die 15 ausgeben. Veraltete Ausrüstung und tätiger Zwerg. Echt, die haben nichts mehr zu tun? Dann du, liebe Goethe, kommst auf jeden Fall darunter, bitte. So, und dann müssen wir denen was zu tun geben. Dann schicken wir dich. Ja, ihr könnt das gleiche hier bauen, dass wir dort einmal weiterkommen. Diese Gerüsttreppen sollten hier tatsächlich erstmal ausreichen. Also ja, eine Pumpe wollte ich jetzt nicht bauen. Dass wir einfach mal hier unten hinkommen und wirklich jetzt hier mal ein bisschen erkunden können. So, das haben wir. Zwerge ohne Behausung. Ja, das weiß ich. Wir können natürlich jetzt auch weiter nochmal schauen, dass wir in den Handel langsam mal kommen mit Logun. Der Schauplatz verkauft Gegenstände. Ja. Überwelthandel. Ist kein Handel verfügbar, warum nicht? Ach, die verkaufen gerade nichts. Ja, das ist ja schade. Wir sollten vielleicht mal einen Zwerg nach draußen schicken, der hier mal ein bisschen rumläuft. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Aber jetzt gucken wir uns erstmal um die Sachen hier unten. Haben wir denn angegriffen? Was bitte bist du denn? Heidewitzka! Um Gottes Willen, was war er denn für einer? Okay, er hat ein bisschen was zu essen dabei. Wow. Okay. Ist ja gut, dass wir eine Tür gebaut haben. Meine Güte. Unmögliche Befehle. Ja, da arbeiten wir dran. Boah. Da bin ich jetzt ein bisschen platt. Meine Herren. Okay. So, wie sieht es hier unten aus? Hat der Zwerg... Nee, komm. Du guckst hier weiter bitte einmal rum. Ist ja das Gute, dass wir hier ein bisschen erkunden können. Was haben wir hier? Sind das die Pilze? Tonnenhüte? Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. Die einmal ernten bitte. Dann haben wir ja auch ein paar Pilze bekommen. Auch ernten. Den bitte auch ernten. Und den bitte auch ernten. Sehr schön. Dann können wir die auch demnächst anpflanzen. Das freut mich. Da war, glaube ich, auch noch einer. Was ist das denn? Oh, eine alte kaputte Lore. Ein Levelaufstieg, das war Kupfererz, glaube ich, ne? Da unten ist auch noch eine. Hallo? Zuerst mal da hingehen. Er ignoriert mich. Eine Kupferplatte hat er gehabt. Einmal da unten, bitte. Was gibt's hier? Eisenerz. Oh, wow. Sehr gut. Können wir jetzt einen von diesen Pilzen pflanzen? Das wäre natürlich super. Ja, haben wir. Sehr gut. Dann machen wir jetzt tatsächlich mal unsere eigene Pilzfarm. Einmal dahin. Einmal dahin. Und einmal dahin. Gut. Dann produzieren wir hier auch unser eigenes Essen. Dann können wir auch hier einmal munter weiterbauen, dass wir da auch genügend produzieren. Okay, hier wird auch weiter gebaut. Dann möchte ich auf jeden Fall hier gerne weiter erkunden. Hier bin ich mir nicht sicher, ob wir da raufkommen. Was ist das denn? Schimmlige Säcke. Da wollen wir einmal stöbern. Gucken, was wir da haben.
Sehr cool. Okay, so, jetzt will ich aber eigentlich auch noch mal gucken, dass wir irgendwann mal in die Oberwelt kommen. Und, was bitte ist denn hier los? Ach, da kämpfen gerade, okay. Vielleicht machen wir das mit der Oberwelt auch nicht und lassen uns noch mal in Ruhezeit. Ich kann mir jetzt auch langsam, ich verstehe langsam auch, warum die hier nichts verkaufen. Die haben wahrscheinlich irgendwelche Probleme hier. Ja. Da bin ich mal gespannt. Hoffentlich kommt der nicht zu uns, Leute. Naja, okay. Es wäre natürlich extrem ärgerlich, wenn die zu uns kommen. So, hier unten haben wir alles erkundet. Das ist schon mal ziemlich gut gewesen. Hier haben wir eine ganze Menge. Da unten gibt es auch noch was. Aber die Pilze sind super. Da haben wir auf jeden Fall jetzt eine Pilzquelle. Und hier wachsen die jetzt auch. Sehr gut. So, wo sind unsere Leute? Gräbt, baut Granitklumpen. Eigentlich kann einer von euch, die gute Goethe, du kannst mal bitte hierher kommen. Also erstmal da hochkommen, damit wir mal gegen den, was ist das denn, Eberspeck? Wir können gegen Eberspeck kämpfen. Ja, gut, kann man so machen. Alles klar. Eine Sache, die ich euch übrigens noch gar nicht erzählt hatte, auch die, unsere Leute hier haben Talentpunkte, die sie erwerben können. Und die könnt ihr entsprechend ausgeben und sie hier weiter verbessern, um die Attribute zu erhöhen. Ja, also bei normalen, also bei anderen Spielen wie RimWorld oder sowas ist es ja so, dass ihr mit der Arbeit, die sie machen, sie das trainieren. Hier ist das ein bisschen anders. Ihr habt hier die entsprechenden Talente, die ihr über die Talentpunkte holt. Das ist halt nicht ganz RimWorld. Oder Occidental Included, sondern ihr seht es ja, ne? Da ist noch ein bisschen was anderes drin. Ah, hallo? Willst du bitte weitergehen und da oben mal gucken, was wir da haben? Da oben ist dann nämlich auch noch was. Na, du lauf da nicht gleich wieder weg. Einmal dahin, bitte. Nee, ich weglaufen. So, einmal stöbern. Ja, einmal stöbern. Goethe hat keinen Bock zu stöbern. Dann kämpfen wir mal mit... Ach, da war auch noch einer. Okay. Gucken wir, was es hier hinten gibt. Und, oh, wir haben die Bergweisheiten fertig, Leute. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt einmal auf das Schmieden. Und werden uns jetzt hier hinten einmal die Schmiede bauen. Ja, das machen wir hier vorne. Und da haben wir sogar Kohle. Sehr gut. So, einmal die kleine Schmiede und die bitte einmal nach dort. Wunderbar. Können wir schon mal weitermachen. Und du gehst erstmal hinten ein bisschen weiter erkunden. Was haben wir hier? Eisen. Dü-dü-dü-düng, hört sich nicht gut an. Was ist denn das hier? Dü-dü-dü-düng, neue Entdeckung gemacht. Eine Grotte. Unsere Entdecker haben etwas gefunden. Eine Grotte. Wow, das ist ja schick. Und hier gibt es noch Pilze. Können wir da rein in das Ding? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das soll erstmal reichen. Ein Zitadellenpilz. Sehr cool. Da gibt es neue Pilze. Hier gibt es noch eine Lore. Sehr hübsch. Das ist schon echt ein schickes Spiel, muss ich sagen. Und wir haben noch ein Pilz, den wir ernten müssen. Den kriegen wir hoffentlich auch bald. Haben wir, wir gucken immer beim Zurücklaufen zu. Wir haben hier noch ein bisschen Fleisch. Ob sie irgendwo einen Pilz gefunden hat? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee. Nee, hier gibt es eine ganze Menge Kohl. Also Essen haben wir jetzt genug hier mit Krabbenfleisch, Kohl und all sowas. Also das ist jetzt kein Problem. Aber so richtig... Pilze, da ist einer, den können wir mal ernten. Vielleicht kriegen wir das hin. So, wie sieht es in der Schmiede aus? Noch nicht ganz fertig. Unsere Leute haben zu tun und wir können mit allen in der Stufe aufsteigen. Sehr cool. Er hat sogar schon 2 Talentpunkte. Jetzt müsste man dazu mal wissen, was er hat. Er ist ein sehr guter Steinmetz und Bauarbeiter. Hm.
Das erhöht seine Weisheit. Die ist... Robustheit wäre gut. Robustheit hat er so und so schon eine ganze Menge. Dann geben wir ihm mal eine Robustheit. Und Bergarbeiterlevel plus 2. Ja, das ist super. Zack. So. Das wäre er. Dann zu Asgard. Was kann sie denn am besten? Sie ist sehr grimmig. Erkenntnisse. Beobachtungsgabe. Dann schulen wir sie mal in Richtung Beobachtungsgabe. Und Metallurgie-Level. Ja, und geben ihr noch ein bisschen Weisheit mit dazu. Dann bringen wir sie so in diese Richtung Weisheit, Beobachtungsgabe und sowas. So, was kann er? Erkenntnisse, Zwergenfertigkeiten. Das ist Macht. Und wir brauchen auf jeden Fall auch einen, der in Richtung der Zwergenfertigkeiten weitergeht. Das wäre Höhlenerkunder. Dann nehmen wir den für ihn. Er sieht auch so aus wie so ein Erkunder, den man losschickt mit einer Waffe in der Hand und der rumrennt und für uns dann hier die Sachen erkundet. Okay, so, dann haben wir noch einen Talentpunkt. Ist das schon gemacht? Ja. Mehr geht hier noch nicht. Und wir haben untätige Zwerge. Ja, dann einmal kurz in die Pause. Und dann nehmen wir... Wissen wir doch im Moment. Ne, dann warten wir nochmal ab, bis wir da unten sind. Okay. Und dann haben wir Goethe noch. Und Goethe ist auch sehr robust. Robust und weise. Dann gehen wir mal immer in Richtung Sparsamkeit und trainieren sie in diese Richtung. Okay, sehr schön. Gut. Die ersten Updates der Zwerge haben wir auch gemacht. Haben unsere Leute da in die entsprechende Richtung gemacht. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier unten ein bisschen Erde pflanzen können. Damit wir da weiter aussehen. Einmal Erde bitte. Und dann werden wir hier weitere Sachen pflanzen. Und wir sollten tatsächlich hier mal irgendwas in Richtung Licht bauen, ne? Einen Laternenpfahl. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist. Ich vermute mal. Sehen wir dann, ob das besser funktioniert. Ah, da brauchen wir eine Laterne für. Ach, die haben wir noch gar nicht, ne? Ich erinnere mich, ja. Dann brechen wir das mal ab hier. Können wir nicht? Okay, haben wir schon gebaut. Egal. Gut. So, da wird produziert. Und jetzt gehen wir mal auf die... Wow, sieht die cool aus. Nice. Sehr geil. Und dann gehen wir jetzt mal auf die Schmiede und gucken, was wir hier alles bauen können. Und hier können wir eine ganze Menge bauen. Wir können bauen. Ein Schmiedehammer. Bergarbeiterproduktion erhöht. Vorschlaghammer. Das ist halt der Punkt. Ne? Wir haben sehr veraltete Ausrüstung. Wir haben untätige Zwerge. Jetzt gehen wir mal um die Pause. Verspürt kaum Gier. Ist ungewöhnlich für einen Zwerg. Der Anblick von Münzen könnte ihn aufmuntern. Ja. Mensch. Kommen wir mal mit. Guck dir die Sachen mal an da. Was soll das, ne? Wir können ja mal... Können wir das aufmachen? Ach, wir haben keine Münzen mehr. Jetzt verstehe ich auch das Problem. Wir können immer noch nicht handeln. Also auf der Oberwelt ist gerade echt was los, ne? Wir können mit denen immer noch nicht... Jetzt, entschuldige bitte. Wir können mit denen immer noch nicht handeln. Na gut. So, wo ist er? Wir müssen echt weitermachen. Er verstört keine Gier mehr. Dann guck dir wenigstens mal die Kupfermünzen hier an. Auch nicht? Na gut. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier rein und sagen ihnen, dass wir eine Laterne brauchen. Was brauchen wir dafür? Kupferbarren und Treibstoff. Ich weiß gar nicht, wo wir den Treibstoff herkriegen. Wir bauen einfach mal eine Laterne. Und gucken, ob wir davon eine bauen können. Eine Spitzhacke finde ich auch gut. Da brauchen wir Eisen für. Das haben wir nicht. Vorschlaghammerknopf. Moment, wir haben aber... Wir können Träger herstellen. So brauchen wir aber Eisenbarren. Eisenbarren haben wir tatsächlich noch nicht. Wir haben Kupferbarren, aber was anderes noch nicht. Können wir hier Eisenbarren herstellen? Nicht so wirklich. Wir gucken... Aber das war doch hier in der Forschung damit. Lass uns doch mal hier schauen. Nee, tatsächlich nicht. Zum Henker waren denn die Eisenbarren. Pilzpaste, Arzneien sind glaube ich auch nicht so unwichtig, aber da fehlen uns die Handelsweisheiten.
Sollen wir vielleicht in Richtung Kochen mal gehen? Eisenbarren sind hier vorne. Beim komplexen Gießen. Okay, das heißt, wir müssen die auf jeden Fall im Moment, wenn wir sie brauchen, müssen wir sie finden. Ansonsten bringt uns das nichts. Aber wir können jetzt das Höhlenfischen mal machen. Und eine kleine Schmiede haben wir gebaut und einen Anglersteg. Ja, seht ihr, das ist nämlich genau das, was ich sagte. Wir brauchen da nämlich einen wunderbaren kleinen See für. Okay, ihr Lieben, ich denke, als vorgestellt sollte das erstmal reichen. Am Ende eines Vorgestellts mache ich immer ein kleines Fazit zu dem Spiel. Und ja, also ich bin ganz ehrlich, viel negative Punkte kann ich hier nicht verlieren voll zu dem Spiel. Ich habe schon ein paar Stunden gespielt, habe auch in der Early Access Phase schon ein paar Stunden gespielt. Und ich finde es cool, mir macht es Spaß. Und es ist auch mal ein bisschen was anderes, weil man wirklich auch eine Oberwelt hat, auch mit der interagieren kann. Man kann Handelsaufträge machen. Du bist nicht einfach in deiner Welt und baust da einfach so sinnlos vor dich hin und dann platziere ich hier noch was. Es ist interaktiver. Du musst nach oben gehen, du kannst Handel treiben. Du hast in deiner Höhle wirklich richtige Kämpfe. Du kannst deine Leute ausrüsten. Du hast da Talentbäume und so weiter. Es ist eine Mischung aus vielen kleinen Spielen in einem hervorragenden Spiel Hammerting. Ich find's gut und wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall dazu einen Livestream machen und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart und wir sehen uns zum Livestream von Hammerting. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.